Willkommen bei Lutgemeter.de, Lutgemeter Finderpink, Lutgemeter TV. Heute schon mal heute aus Oelde. Und heute mal an. So, heute geht's um die FDP. An sich, vor 8 Jahren fand ich die FDP immer ganz gut. Weil die SPD nicht spart und so weiter, und mit Grün war ich sauer und hätte fast die FDP gewählt, aber habe dann doch die Grünen gewählt. Zu der Zeit waren es 90% und jetzt haben die ganzen Skandalen, dass die Milliardäre und Millionäre der Hotels die Hotelsteuer erspart haben auf Kosten der armen Leute. Kriegen so und so viele Milliarden geschenkt, weiß nicht, wie 30 Milliarden im Jahr oder sowas sind das, glaube ich. Und die armen Leute wird dann die Rente gestrichen, den Arbeitslosen, damit sie ihre Hotelsteuer nicht zahlen müssen. Und jetzt sind so viele auf die FDP sauer, ich natürlich auch. Und immer wenn die FDP redet, was sagen sie jetzt gerade nicht Bundestag, ich im Namen einen Herzinfarkt, wenn die sagen, mehr Atom und man braucht keine Energie, Energiewende gibt es nicht. Klimawandel gibt es auch nicht und also wenn die FDP redet, Mindestlohn brauchen wir auch nicht da und als mögliche, dann FDP redet, kriegt mit ihm nach einen Herzinfarkt. Und deswegen wollte ich euch heute die FDP Oelde vorstellen und zwar den Vorsitzenden, Herrn Völker. Ich zoome mal ran. Das ist der Völker, der ist gerade Rentner. Er war auf dem Gymnasium irgendwie Rektor oder Lehrer da, auf dem Gymnasium in Oelde. Jetzt ist er seit 1-2 Jahren Rentner und ist FDP-Vorsitzender. Und in der letzten Sitzung mussten alle Parteien in Oelde bei der Ratssitzung den Jahresabschluss vorlesen. Für dieses Jahr und nächstes Jahr, ich jetzt meine. Und der Dr. Völker, und wichtig war an dem Tag, ist auch die letzte Ratssitzung gewesen, kurz vor Weihnachten, und danach ging es direkt um 9 Uhr oder um 9:10 Uhr da, wenn die Sitzung fertig war, zum Feiern, zur Weihnachtsfeier, ein Saufen und ein Essen im Bürgerhaus. Und der Völker hat wahrscheinlich schon vorgeglüht. Deswegen war lieber 3 Promille für FDP als 3%. Er hat schon 3 Promille gehabt. Er hat seine Rede, hat er nur gestottert, von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob er geschwankt hat. Habe es zwar nicht ganz gesehen, aber er war nur am Stottern, als er das vorgelesen hat. Und das als Gymnasiumlehrer, Lehrer und ich glaube auch Direktor, was er war. Kann natürlich auch sein, dass er Legastheniker ist, so wie ich. Und dann, wenn man den Text nicht geübt hat, dann kommt man leicht in Stottern. Entweder hat er 3 Promille gehabt oder er ist Legastheniker. Deswegen lieber 3 Promille als 3% für die FDP. Hier habe ich noch was anderes. Hier ist die Heutige Oelde. Das andere Foto ist ein bisschen unscharf. Da sieht man Hans-Gerhard Völker, FDP. Und bei der Heute Show wird auch immer sowas erzählt und dann habe ich es auch erzählt, das ist die Heute Show von Oelde halt. Und diesmal von mir. So, Herr Völker, lieber 3 Promille als 3% für die FDP. Die ganze FDP kann sich besaufen und begraben, wäre nicht schlecht. Weil Herr Völker hat in der Rede auch gesagt, es gibt keinen Klimawandel, aber wieder kurz ein Herzinfarkt da in der Ratssitzung. Also wenn die FDP redet, dann deswegen mache ich auch so das Video, weil ich so sauer auf die FDP bin, um so ein bisschen zu fördern, dass sie dann nicht 3 Promille kriegen, sondern nur noch 2 Promille da. Okay, alles Gute zum nächsten 3 Promille und 3%, zur nächsten Weihnachtsfeier. Bin mal gespannt, wenn ich wieder dabei bin, wenn er seine Rede vorliest oder lässt seine Kollegen vorlesen, was man nicht. Ciao. Einstein war auch Legastheniker, nehmt es nicht so ernst. Oder in Oelde gibt es auch die anonymen Alkoholiker. Ist ein kleiner Tipp. Weil einmal im Remmeln, ein Samstag war von 3 Uhr
bis 10 Uhr da Stammkunde und ein Bier nach dem anderen da. Und es war dann ja schon peinlich, weil mich dreimal, viermal vorbeigesehen hat. Und dann war er ein paar Wochen gar nicht da, aber man weiß nicht. Er hat so gestottert, er hörte sich an wie 3 Promille und nicht 3%. Ciao, Kakao.